für die schönen Lieder von der letzten halben Stunde. Liebe Ragazzer und liebe Ragazzerinnen, liebe Gäste und vor allem liebe Kinder, ich freue mich sehr, Sie alle im Namen von Bad Ragaz Tourismus zu der diesjährigen Lichterfeier willkommen zu heißen. Dieser feierliche Anlass ist für uns alle der traditionelle Auftakt in die Weihnachtszeit. Die Zeit der feinen Düfte, Kerzen, geheimnisvollen Tuscheleien, vom Samichlaus und natürlich auch vom Christkind. Gibt es denn das Christkind wirklich? Das hat sich wohl jeder von uns schon einmal gefragt. Aber nicht nur bei uns, sondern rund um den Globus tauchen ab und zu Zweifel an der Existenz dieser Weihnachtsfigur auf. Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade im Zeitalter von Handy, Computerspielen, Hektik und Druck dieser wunderbare Mythos, dieser Zauber einen ganz besonderen Stellenwert verdient hat. Für unsere Kinder, aber auch für uns selbst. Genau diesem Zauber vom Glauben, aber nicht sehen, vom Hoffen, aber nicht wissen und vom Spüren, aber nicht verstehen, räumen wir in diesem Jahr einen ganz besonderen Stellenwert ein. Alle Kinder aus der Region bekommen nämlich heuer die Gelegenheit, dem Christkind ihre ganz persönliche Nachricht zu schreiben, ihre Wünsche und Gefühle dem Christkind mitzuteilen. Dass es dafür einen Christkind-Briefkasten braucht, wo die Kinder ihre Post hinbringen können, war klar. Ein Christkind-Briefkasten muss etwas Besonderes sein, auch das war klar. Aber wie der aussehen sollte, wussten wir im besten Willen nicht. Tamina Forst, das heißt Herr Bandli mit seinem Team, haben sich im Auftrag unserer Ortsgemeinde dieser Aufgabe gestellt. Ich brauche jetzt ein, zwei Kinder, die mir helfen, das Geheimnis zu lüften, wie dieser Briefkasten aussehen könnte. Wer konnte mir da helfen? Könnt ihr da mal ziehen? Kommen schnell schauen, Kinder. Achtung! Wow! Und was meinen Sie, liebe Gäste, liebe Kinder? Ich habe keinen Zweifel. Das ist mit Sicherheit der schönste Christkind-Briefkasten auf der ganzen Welt. Der Forstwart Adrian Würmli hat dieses Kunstwerk mit seiner Motorsäge gemacht. Dafür geben wir ihm wohl einen ganz, ganz herzlichen Applaus. Ich bin persönlich überwältigt, mit was für einer Begeisterung, mit wie viel Geduld und Präzision dieses Werk erschaffen wurde. Einzig, um den Zauber eines Mythos für uns alle zu bewahren. Der Dank gilt der Ortsgemeinde und Tamina Forst. Ihr habt euch schlicht selber übertroffen. Ich bin sicher, dem Christkind wird es eine besondere Freude sein, die Post von den Kindern hier abzuholen. Vielleicht kann es sich sogar zwischendurch unter dem Engel etwas hinsetzen und sich ausruhen. Nun, Kinder, seid ihr an der Reihe. Malt, bastelt und schreibt dem Christkind einen Brief. Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass eine ganze Schar von fleißigen Engeln das Christkind dabei unterstützen werden, eure Post zu beantworten. Vielleicht werden sie sogar noch eine kleine Überraschung dazulegen. Vergesst deshalb nicht, euren Namen und eure Adresse auf die Kunstwerke zu schreiben. Später, wenn das Christkind Zeit findet, wird es eure Zeichnungen in verschiedenen Läden hier in Bad Ragaz verteilen und ihr werdet sie in den Schaufenstern wiederfinden. Und wer weiß, schaut doch in diesem Laden auch noch rein. Vielleicht gibt es auch dort noch eine kleine Überraschung für euch. Nun wollen wir aber natürlich den ersten Brief einwerfen. Meine Tochter Romy hat zu Hause schon fleißig geschrieben und möchte ihren Brief an das Christkind mit euch allen teilen.
Moment mal schon. Langsam, laut und deutlich. Liebes Christkind, ich bin Romy von Bad Ragaz. Ich wünsche mir viel Schnee und dass es allen Menschen gut geht. Und ein Bob, ein Affe und Knete. Liebe Grüße, Romy. Sehr gut. Jetzt darfst du deinen Brief dort zusammenfalten und dort reinschieben. So. Ich bin sicher, es folgen dem Brief noch ganze Haufen andere. Macht euch dran und sind kreativ, liebe Kinder. Dann kriegen ihr eine schöne Überraschung. Bad Ragaz Tourismus freut sich, mit dieser besonderen Geste das Christkind unterstützen zu dürfen und damit hoffentlich viele Kinder in ihrem unerschütterlichen Glauben an das Christkind zu bestätigen. Jetzt gehen wir aber mit gespannten Schritten auf den nächsten Höhepunkt zu von dieser Eröffnungsfeier. Nämlich auf den Einzug von Ihrer Majestät König und Königin. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Sie kommen dann hier von der katholischen Kirche rauf. Bad Ragaz, euer Einmarsch ist dieses Jahr, man sieht es nicht so ganz gut, und begleitet worden von dem Lumi-Bike, das ist das lustige Gefährte dort vorne, das an das Dorfbad Sterne projiziert. Ist extra aus Zürich hier angereist, um den Lichtraumzug zu begleiten. Danke vielmals für den Aufwand, es ist schön, dass ihr unsere Lichtfeier unterstützt. Jetzt aber nochmal ganz herzlichen Dank. Und herzlich willkommen, König und Königin, Eure Majestät natürlich. Ihr beide sind dieses Jahr unter einer grossen Anzahl Gespönchen ausgewählt worden, um den Lichtertrupp hier anzuleiten und im Kurpark mit einem Lichterwunsch den grossen Mammutbaum zu erleuchten. Eigentlich hätten ja sicher gern alle wollen König und Königin werden, auch in diesem Jahr. Aber es hat auch in diesem Jahr das Los entschieden und ihr habt Glück gehabt und sind das dann auch geworden. Ich möchte jetzt gerne euch die Lichterkönigin 2016 vorstellen. Willst du mal aufstehen? Also, das ist die Lichterkönigin 2016 und zwar ist sie geboren am 19. April 2005. Sie ist 11 Jahre alt und ist mit von Sternzeichen wieder. Ihre Majestät hat sehr gern Ross. Sie kann auch selber reiten, also wirklich wie eine Königin, wie sich das für eine Königin gehört. Ihr Lieblingsfach mag er staunen, das ist nämlich Mathematik. Aber es hat sicher noch nie geschadet, wenn eine Königin gut rechnen kann. Ihr Lieblingsessen ist etwas ganz Spezielles. Das sind Momos. Das ist eine tibetanische Spezialität aus Hefeteig und Hackfleisch. Ihr Lieblingstier ist bescheiden, ein Schildkröte. Und ihre Lieblingsmusik ist der Justin Bieber. Das ist unsere Lichterkönigin 2016, Alia Kühne. Und sie kriegt sicher einen ganz grossen Applaus von euch. So hätten wir jetzt unseren Lichterkönig 2016. Geboren ist er am 22. Oktober 2004. Sein Sternzeichen ist Waage, seine Lieblingsfarbe Blau, sein Lieblingsfach, auch das, sicher für einen König ein gutes Lieblingsfach, Französisch. Sein Lieblingsessen sind Cevapcici. Und er hat, ich finde, für einen Lichterkönig ganz ein gutes Hobby. Und zwar ist er bei der Jugendfeuerwehr Bad Ragaz. Das kann einem sicher nur dienen, wenn man Lichterkönig ist.
Sein Lieblingstier ist ein Hund und seine Majestät hört gerne Hip-Hop. Das ist der Lichterkönig 2016, der Dusan Ristić. In der Zwischenzeit dürfen wir aber jetzt zwei schöne Lieder hören von der Mittelstufe Bad Ragaz. Das eine ist «Go Talent on the Mountain» und das andere «Feliz Navidad». Danke vielmals, wir freuen uns alle, die zwei schönen Lieder von euch zu hören. Thank you.
So? Jawohl. Ist gut. Noch ein bisschen rauf. Rauf? Ein bisschen rauf. Jawohl, wunderbar. So, so gehen wir weiter. Mathematik und erholt sich dann gerne in der Freizeit beim Reiten. Lichterkönig ist Dusan Ristić. Er besucht die Klasse 5b, spricht gerne Französisch in der Schule und ist in seiner Freizeit in der Jugendfeuerwehr in Bad Ragaz tätig. Sehr geehrte Damen und Herren, könnt ihr fast sagen, wie alle Jahre wieder. Liebe Gäste, liebe Dorfbewohner von Bad Ragaz, ich heiße Sie wie alle Jahre wieder herzlich willkommen zur Lichterfeier hier in Bad Ragaz. Mit der kürzer werdenden Tagen rückt das Jahresende näher und wir starten in die festliche Advents- und Weihnachtszeit. Nun ist es Tradition, dass die zwei immer einen Wunsch frei haben, welchen sie gerne mit Ihnen teilen werden. Liebe Besucherinnen und Besucher, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit mit viel Freude und schönen Stunden mit euren Liebsten. In der letzten Woche des 2016 wünsche ich euch auch viel Glück und Erfolg. Ich wünsche mir, dass alle Lebewesen auf der Welt nicht leiden müssen und eine schöne Weihnachtszeit. Mit dem Erstrahlen der Lichter sollen nun diese Wünsche der Kinder und auch unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Und deswegen möchten wir gemeinsam mit Ihnen den Countdown zählen, bevor unser Park hier voll erstrahlt. Somit zählen wir von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow!